Haha, das ist so hammerhart. Ich zeig's euch gleich. Haha, zu geil mal wieder. René hat mich neulich mal wieder besucht und hat mir einen Poldetektor mitgebracht. Also er hat mir gezeigt, wo es den Link gibt und dass es sowas überhaupt gibt. Hier unten sind dann die Links. Guckt euch die Videos an. Ohne Sprache erklärt sich alles von selbst und hypergenial, wie ich finde. Die Basis wieder für viele schöne kommende neue Dinge. Im Grunde geht es darum, dass da ein MOSFET genommen worden ist und der reagiert dann, der schaltet ja nur mit Spannung. Ja, und da kann man dann eine lange Antenne rannehmen an den MOSFET. Mal gucken, ob ich es jetzt so schön hinkriege. Ja, wo seht ihr was? Ich muss hier langzerren an dem Kabel. Warte mal. Ja. Genau, ihr seht's. Ich ziehe es nur hier an dem Kabel entlang. Und es leuchtet heller. Ich muss mal noch rausfinden, ob das jetzt die positive oder die negative Seite ist. Jedenfalls kann man damit dann wunderbar rausbekommen, welche Polarität dann seine Hochspannung hat. Wenn man zum Beispiel Uhrzeitcode-Versuche machen will mit Hochspannungszüchtung und so weiter und so fort, da ist es dann von Vorteil, dass man ganz genau weiß, wo da die Plus-Hochspannung ist und die Minus-Hochspannung. Im Video sind dann noch andere schöne Beispiele erklärt dazu, aber ich finde es mal wieder zu einfach und zu genial. Ach, jetzt geht's sogar schon, wenn ich... Aha, da schau her. Ich bin gerade ordentlich geladen, so wie es aussieht. Ist ein N-Kanal-MOSFET jetzt? Ich weiß jetzt nicht, welche Ladung ich habe. Aber hier kann man es dann wieder resetten dann. Aha. Ding, dang, ding, dang. Schöne Spielerei. Auf alle Fälle. Wird noch optimiert. Und wenn es dann fertig ist, zeige ich es euch. Aber hier haben wir eine gleich liegen. Es gibt noch ein paar Infos zum Re-EMF-Charger. Ja, da gab es ja einiges durcheinander, wie ihr mitbekommen haben könntet. Und den richtigen René vom Re-EMF-Charger, also derjenige, der diesen Plan mit dem Smiley rechts oben in der Ecke hochgeladen hat, der dann auch überall gepostet worden ist, der heißt auch René R., wie es unten dran stand. Und unser René, das haben wir selber nur gedacht, dass er den Plan gemacht hätte. Wir haben ihn zwar gefragt, ob er den Plan selbst entwickelt hatte und er bejahte das, aber nicht diesen Plan, der da im Internet ist. Also das Schwarmbewusstsein hat hier wieder voll reingehauen. Die René R-Punkts haben sich über einen Re-EMF-Charger hergemacht. 2011 hat der René aus Holland den erfunden und... Ja, das wollte ich erst nochmal richtig gestellt haben. Und der niederländische René, so nenne ich es einfach mal, hier unten ist auch der Kanal verlinkt von ihm, der macht nicht nur solche Sachen, sondern der hat sich auch mit Aquaponics beschäftigt. Das ist jetzt meine kleine Mini-Aquaponics-Anlage. Ich habe hier zwei Erdbeeren reingesetzt, die schon Blüten haben. Mal gucken, ob sie dann auch Früchte bekommen. Und hier in dem Wasserfass, das geht da so ein, zwei Meter tief in den Boden rein. Da haben sich über die letzten Jahre genug Nitrate angesammelt. Da brauche ich erstmal keine Fische reinsetzen. Das reicht erstmal dafür. Ja, und dann schwappert das Wasser dann. Ich lasse es einmal, nee, zweimal am Tag, lasse es für 5 Minuten hier durchschwappern. Ne? Nicht, dass die nonstop im Wasser stehen. Da kommt dann das Wasser mit den ganzen Nitraten hier hoch. Die Pflanzen ziehen sich die Nitrate raus. Die Früchte wachsen und hier kommt dann das saubere Wasser wieder zurück ins Becken. Tja, somit braucht man angeblich nur 2% von dem Wasser, um Früchte zu ziehen, im Gegensatz, wenn man sie normal anpflanzen würde. Ja, finde ich eine tolle Sache, muss ich jetzt mal sagen. Richtig, richtig wird es ja dann gemacht, indem Fische da in dieses untere Becken reingesetzt werden, die dann das Wasser vollkacken. Ja, das kommt dann später. Also Leute, ich habe schon viel gehört, wie Joule-Tiefs klingen können, aber so hier, das ist krass. Ihr seht, das ist ja so ein doppelt gespaltener Ferrit und die ganze Zeit hat es normal gepfiecht, aber jetzt auf einmal, hey, wo kommt das her? Kommt das aus der Batterie oder was? So klingt's normal, genau, jawohl. So hat's normal zu klingen. Brr. Krass.
Naja, jedenfalls scheint es ganz gut zu funktionieren. Gucken wir gerade Sinn. Ja. Okay, da hängt jetzt hier das Solarpanel dran, ne? Ja, weiß nicht. Ist aber nicht mehr ganz fit. Naja. So, nachdem wir die Infos von dem niederländischen René über einen RMF-Charger bekommen haben, habe ich jetzt endgültig alle Akkus auf Alone umgerüstet. Selbst die noch richtig gut gewesen sind, vor allem die, die noch richtig gut sind. Ne? Ihr seht es jetzt schon, die ist jetzt bei 12,12. Die habe ich vor 2 Tagen leer gesaugt, also auf unter 10 Volt, sagen wir es mal. Ist ja dann natürlich noch nicht leer bei einer Alone-Batterie, aber ja, die ersten Kilowatt waren raus gewesen. Und jetzt habe ich die hier mit einem RMF-Charger gekoppelt. RMF ist an einem Solarpanel, 30 Watt Solarpanel. Die Alone-Akkus sind halbwegs überladesicher. Klar blubbern die dann auch ein bisschen, wenn sie zu voll sind, aber die nehmen die Ladung dadurch richtig schön an. Und der René aus den Niederlanden erklärte mir zur Funktionsweise des RMF folgendes. Er hat es so erklärt, wenn man da irgendeinen Strom irgendwo hinschickt, wo was geladen werden soll, hat man auch irgendwelche Dichteunterschiede, wenn man es mal so salopp ausdrücken möchte. Und wenn wir uns jetzt mal das vergleichen mit so einer Wasseroberfläche hier, und hier ist jetzt praktisch mein Strom. Ach, da kommt gleich der nächste. Ich muss gerade noch Video machen, bin gleich für dich da, komm dabei rein. Und dann kommt der Strom und will in die Platte rein sozusagen. Dann, je mehr da kommt, desto, ne, könnt ihr euch vorstellen, wie wenn man vom 10 Meter Turm ausspringt. Ne? Und der RMF macht jetzt folgendes, der schickt praktisch, bevor jetzt der Strom hier reinflatscht, so puff. Ne, ich mache das jetzt nicht, weil hier sind kleine Kaulquappen drin. Schickt der RMF-Puls, also der Back-EMF-Puls, einen ganz, ganz spitzen Hochspannungspuls hier rein, wie wenn dann jemand kurz vorm Aufschlagen in einen kleinen Stein oder sowas reinschmeißt, um die Oberflächenspannung zu brechen. Und dann kann der Strom viel besser rein in die Platten, ohne dass was heiß wird und ja, dass es weh tut sozusagen. Ich hoffe mal, das habe ich jetzt richtig erklärt, René. Tja, und deshalb ist es höchstwahrscheinlich so, dass die Ladung sehr, sehr lange annehmen können, auch richtig die Ladung annehmen können, bis zum geht nicht mehr und ziemlich spät anfangen mit Gasen. So, und da wollen wir euch auch mal zeigen, dass das wirklich funktioniert. E-Bike kennt ihr ja von mir. Da haben wir hinten einen Akkupack mit 3 Lithiumzellen in Reihe, vorne einen mit 3 Lithiumzellen in Reihe und hier in der Mitte noch ein extra. Und die zwei hier, ne, die haben ja ungefähr so 14 Volt ungefähr. Also 14 und sind wir dann bei 28 Volt. Ne? Die laden wir jetzt mal mit jeweils 5 Ampere und gucken mal, ob die das auch schafft. Die ist bei weitem noch nicht voll. Wie ihr seht, ach, da ist schon wieder was runtergefallen hier. Die ist bei 12,10 Volt, da passt noch einiges rein. So bis 14 Volt kann man sie auch hier mit einem RMF hochkitzeln, so eine Alone-Batterie auf 14, 15 Volt. Also ich schätze jetzt mal halb voll, aber es müsste trotzdem schon reichen. So, Start. Das nimmt er an. Und hier auch. Jawohl, das rennt. Und hier sehen wir, wohin die Spannung zusammenbricht. Ich schätze es mal so, bei 11 Volt wird es dann ungefähr sich einpendeln. Mhm. Ihr hört auch, der RMF, der geht mit. Ne? Also der merkt das irgendwie, wenn hier Last gezogen wird. So, bei 11,34 sind wir. Hier sind wir schon bei 4,1 Ampere, okay.
Und hier sind wir auch schon bei 4 Ampere. Also ist jetzt Volllast. Die 5 Ampere drückt er wahrscheinlich doch nicht rein, aber sagen wir mal, 8 Ampere zieht er jetzt nonstop hier raus. Aus einer halb voll geladenen, ehemals 70 Ampere Stunden Autobatterie vom Schrott, die auf Alaun umgerüstet worden ist. Ja, also der Spannungsabfall ist jetzt sehr gering. Ich denke mal, ja, bei 11, oh, krass, sogar über 11 Volt. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Rennt. So, kann ich mir wieder eine Ladung holen fürs Bike. Also, ungeschlagen bisher, finde ich. Ich wüsste nicht, mit was ich sonst machen sollte. Mal ganz ehrlich gesagt. Und für fast umsonst, ne, die Solarpanels gebraucht, gekauft für 5 Euro das Stück. Die Batterien vom Schrott. Fürs Alaun müsst ihr ein bisschen Kohle ausgeben. Aber auch hier muss man nicht auf 50-50 gehen, sondern ich habe auch 200 Gramm auf einen Liter destilliertes Wasser genommen. Und damit kommt man dann wirklich sehr, sehr gut hin. Also, ich bin begeistert. Die erste vollautomatische, über Solar betriebene Mobilitätsladestation funktioniert. Das ist so ein geiles Gefühl, kostenlos von A nach B zu fahren. Ha! Da fällt mir noch ein, was der René da noch gesagt hat. Und zwar ist da ein Test gelaufen, wo jemand 3 Monate lang nonstop mit einem RMF-Charger eine normale Bleisäurebatterie geladen, entladen, geladen, entladen, 3 Monate am Stück. Und nach 3 Monaten war die Batterie tot gewesen. Also war nicht mehr zu gebrauchen gewesen. Und mit Alaun, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Alaun, Kalium, Dedo, Hydro, das was ich immer benutze, das Richtige ist. Es gibt dann noch ein Ammonium-Alaun, was gehen würde. Das wäre angeblich aber laut dem René, so wie ich es verstanden habe, auch nicht das Optimale. Es gäbe da noch was, wo nur Alu und kein Kalium drin wäre. Ja, das suche ich jetzt noch. Das würde am allerbesten gehen, aber mit den anderen Alaun-Sorten geht es wohl auch. Ne? Bei mir ist es Alu-Kalium, was ich drin habe. Da bis jetzt, toi toi toi, also meine längste Alaun-Batterie, die immer noch bei 12,5 ist, die ich im Auto hatte, ne, die ist jetzt 3 Jahre alt und oft benutzt worden. Also das geht ordentlich. Und bei den Tests, die dann mit den Alaun-Batterien gemacht worden sind, waren nach drei Monaten Laden, Entladen, lediglich ein Kapazitätsverlust von 3% zu verzeichnen. Naja, das müsst ihr euch auf der Zunge zergehen lassen. 3 Monate am Stück nonstop belastet und nur 3% von der Kapazität weg. Tja, ich denke, das spricht jetzt für sich. Ja, und was Kleines noch als Schluss. Wir kennen ja die Lüftermotoren zur Genüge und die meisten von euch, so wie ich auch, haben bestimmt die Platine hier unten dann immer weggeschmissen. Tja, ich hätte mal auf den Hannes von der Fluxwerkstatt hören sollen, der hat die nämlich immer schön fein säuberlich aufgehoben. Und es geht im Endeffekt hier um diesen Chip da mit den 4 Beinchen. Und damit kann man übelst genial einfach einen magnetischen Poldetektor bauen. Da ist der Link auch hier unten dann verlinkt.